Herzlich willkommen zu Quellwerk. Du bist ein so unglaublich reich beschenkter Mensch. Durch Jesus hast du alle Vollmacht, alle Autorität, alles, was irgendwie an Siegeskraft Gottes verfügbar war, bekommen. Und trotzdem erlebst du, wie immer wieder es Versuche der feindlichen Seite gibt, der Finsternis gibt, die versucht, auf dein Leben Einfluss zu nehmen. Und du musst lernen, diesem Bedrückergeist wirklich zu widerstehen. Wir entdecken das, wie es Jesus gemacht hat. Und ich glaube, hier ist das beste Beispiel. Wir lesen zusammen Matthäus 16, die Verse 21 und 22. Und dort heißt es, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu eröffnen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass er nach Jerusalem gehen musste, dass er dort von den Ratsältesten, den führenden Priestern und Gesetzeslehrern viel erleiden musste, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden musste. Jesus erzählt das seinen Jüngern. Und jetzt hört mal die Reaktionen. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sagte, das geschehe dir ja nicht. Nie darf dir so etwas zustoßen. Jesus wandte sich aber von ihm ab und sagte, hinter mich, Satan! Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sondern sie sind typisch menschlich. Und wir staunen über diese nahezu Überreaktion von Jesus auf diesen scheinbar so harmlosen und nett gemeinten Rat von Petrus. Aber Jesus spürte, dass dahinter ein manipulativer, typischer Unterdrückergeist steckte. Und er wies diesen Geist, der sich durch Petrus geoffenbart hatte, er wies ihn massiv zurück. Ihr Lieben, wo immer ein Gedanke, ein Wort, ein Mensch, eine Situation in unser Leben hineinkommen will, die uns davon abhalten will, den erkannten guten Willen Gottes zu tun, dahinter steckt eine manipulative Kraft, ein Unterdrückergeist, der das, was Gott groß rausbringen will, möglichst unterdrücken, möglichst gar nicht erst hochkommen lassen will. Und hier müssen wir unsere Autorität in Christus bewusst in Anspruch nehmen und diesem Geist massiv befehlen, aus unserem Leben zu verschwinden. Regelrecht diesen Gang nach vorne anzutreten und zu sagen, ey, raus! Nicht in meinem Leben. Dasselbe, wo du merkst, dass Gott ein Werk anfangen will in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Und mit einem Mal schleichen sich irgendwelche sogenannten netten, menschlichen Argumente ein, warum man das doch nicht machen sollte. Und dieser Plan Gottes gestoppt werden soll. Werd wach. Und sag, ey, wer kommt da gerade, um diesen Plan Gottes zu unterdrücken? Wer ist gerade dabei, den Segen Gottes wegzunehmen? Wer will die guten Gedanken Gottes hier uns rauben? Und dann stell dich gegen diesen Unterdrückergeist und sag, raus in Jesu Namen. Hier geschieht, was Gott will. In meinem Haus, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Arbeitsplatz geschieht der Wille Gottes hinter mich, Satan. Und wenn du erlebst, dass dieser Unterdrückergeist auf deine Kinder kommt, wir haben es erlebt, wie unsere Kinder plötzlich mit Angst beseelt waren, nicht mehr bereit waren, ins Leben zu gehen, sich nicht mehr den Herausforderungen des Lebens zu stellen, wirklich unter so eine Schwere und so unter eine Unterdrückung kommt. Ja, überleg mal dieses Wort. Da kommt ein Druck auf dich, der dich nach unten bringt. Und alles, was das macht, erhebt dich in der Autorität Jesu und sagt, hey, niemals, du hast überhaupt kein Recht in meinem Leben.
raus mit dir. Und dann merkst du plötzlich, wie die Decke sich hebt und du frei wirst in deinem Geist. Und du wieder spürst, Gottes Kraft ist da und ich will diese Dinge zum Durchbruch bringen. So mach es wie Jesus. Lass dich ja nicht unterdrücken, sondern steh auf, um die Werke des Segens Gottes, die der Herr über deinem Leben ausgesprochen hat und die er dir gegeben hat, dass du sie durchbringst. Widersteh diesem Geist und geh der Kraft Gottes vorwärts. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.